Liebe Zuschauer, ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntagmorgen. In der vergangenen Woche habe ich Benjamin Mutlak vom Vorstand der Atlas-Initiative im Münsterland besucht. Benjamin hatte die Idee, auch mich zu interviewen, und so haben wir gleich zwei Gespräche aufgezeichnet. Ich war es bisher immer gewohnt, die Fragen zu stellen, musste nun aber selbst Rede und Antwort stehen. Das Video ist bereits auf dem Kanal der Atlas-Initiative abrufbar. Und den Link zu diesem zweiten Video finden Sie in der Videobeschreibung. Ich wünsche Ihnen nun viel Erkenntnisgewinn bei diesen zwei Gesprächen und einen schönen Restsonntag. Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Mein heutiger Gast ist Benjamin Mutlak und Benjamin Mutlak betreibt die Kanäle des ökonomischen IQ und den Videokanal der Atlas-Initiative. Ganz herzlich willkommen, Benjamin. Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir wieder miteinander sprechen. Wir haben ja gerade schon miteinander gesprochen, wir haben schon ein Interview aufgezeichnet, da hast du mich interviewt. Das läuft bei dir auf dem Kanal der Atlas-Initiative. Wir verlinken das natürlich und ja, jetzt ist es mein Part, dir Fragen zu stellen. Benjamin, wie schätzt du die derzeitige Situation ein, auch hinsichtlich der Banken? Also es wird ja schon lange erzählt, ja, die Banken, es gibt den Bankencrash und die Zombie-Banken und so weiter, aber irgendwie passiert nichts. Also es geht immer weiter und weiter und weiter. Und ja, Markus Krall hat auch darüber gesprochen, dass die Banken halt schon Anfang des Jahres hätten crashen sollen, aber es gibt sie immer noch. Ja, also mit den Prognosen ist das immer so ein Fall für sich, weil letztlich kann man immer wieder die Kriterien, wann wer insolvent ist, das kann man aufweichen, das kann man verändern. Insofern ist es schwierig, das zu prognostizieren, weil diese Spielregeln halt verwässert werden können. Also das zum einen. Deswegen halte ich mich mit Prognosen auch eher zurück und skizziere eher Szenarien. Ja? Und aus meiner Sicht ist natürlich jetzt aktuell die Situation so, dass wir verschiedene Bedrohungslagen haben für die Wirtschaft und natürlich dann im Umkehrschluss auch für die Banken. Und die Banken haben, ich will das nicht zu kompliziert sagen, aber haben durch die Absenkung des Zinsniveaus hatten wir deutlich weniger Unternehmenspleiten, als wir das im Durchschnitt haben pro Jahr. Ja, und seit 2010 oder 2009, seit der Krise, seit der Finanzkrise, Eurokrise, wurden die Zinsen immer weiter herabgesenkt und mit dieser Herabsenkung gingen auch die Insolvenzen zurück. Und da sammeln sich halt faule Kredite in den Bilanzen der Banken. Dann gibt es noch andere Risikofaktoren, die ich da sehe. Und natürlich muss man sagen, durch die aktuelle Situation drohen halt diese Unternehmen pleite zu gehen. Das ist vollkommen klar. Und wenn Kredite ausfallen, dann müssen die Banken entsprechend abschreiben und ihrer Bilanz vornehmen. Ja, und der Markt preist es schon ein. Die Commerzbank kann man zu 25% vom Buchwert kaufen. Ja, das heißt also 75% des Buches, das was bilanziert ist, schätzt der Markt als Luft ein. Ja, und das sind zum Beispiel diese faulen Kredite. Das können aber auch diese sogenannten Finanzderivate sein, ohne da jetzt genau darauf einzugehen. Aber die Credit Suisse hat beispielsweise das 20-fache an Finanzderivaten in ihrer Bilanz. Und das kann natürlich auch in einer wirtschaftlichen Situation, wo Vertragspartner ausfallen, kann das zu einem riesengroßen Problem werden. Und das andere Thema sind die Anleihen, die Staatsanleihen, die jetzt im Zuge der Zinspolitik, die jetzt einen Wechsel vollzogen hat, also die EZB hat die Zinsen angehoben und dann fallen die Anleihenkurse. Das heißt wiederum auch, dass die Banken natürlich da auch, dass die Bilanzen einen Knick machen. Ja? Und das ist in England ja auch passiert. Die Pensionskassen hatten dort Probleme und dann hat man eben entsprechend Stützkäufe gemacht. Und das ist alles äußerst ein toxisches Gemisch und ich sehe da schon Gefahren und die Möglichkeit, dass man dann vielleicht per Mega-Bailout aus diesen beiden Geldschöpfungskreisläufen, also Geld entsteht durch Kreditvergabe durch die Banken und durch die Kreditvergabe Bilanzverlängerung bei den Zentralbanken, dass man da eventuell einen draus macht, dass sie also die EZB die Chance nutzt und ein Mega-Bailout stattfinden lässt und dann die Banken halt mehr oder minder verstaatlicht. Das ist so der Ausblick. Ein mögliches Szenario. Ja. Denkst du, das ist Absicht? Steckt da eine Absicht hinter, um eventuell dann tatsächlich so etwas wie eine, ja, digitale Währung oder Weltwährung sogar einzuführen? Also diese Bestrebungen, die sind durchaus möglich. Ja, also ich kann das schwer verifizieren, aber es liegt schon auf der Hand, dass es Interessen gibt
oder dass es Interessenslagen gibt, die das wollen und da in diese Richtung arbeiten. Und es gibt natürlich Denkmodelle in Richtung dieser digitalen Zentralbankwährung. Und wenn unsere Bedingungen oder die Kreditbedingungen an irgendwelche Wohlverhaltenspunkte geknüpft sind, ähnlich wie das in China der Fall ist, zum Beispiel mit dem Sozialkreditsystem, dann haben wir natürlich die Vollkontrolle installiert. Das wäre nicht gut, es wäre natürlich auch nicht gut, wenn es gar keinen Wettbewerb mehr gibt an der Stelle. Jetzt haben wir wenigstens noch ein bisschen Wettbewerb, dass die Banken da sind und verschiedene Banken. Wenn wir dann alle ein Konto bei der EZB unterhalten würden, dann wären wir extrem abhängig. Dann wäre also der letzte Rest an Wettbewerb wäre verschwunden. Ja, und ja, die Kontrolle, wie sieht die dann aus? Die Kontrolle sähe so aus, dass jeder halt ein Punktesystem hat oder dass es ein Punktesystem gibt und dass das von einem CO2-Fußabdruck abhängt oder wie das in China ist, dass man irgendwie, und dann hat man eben einen teureren Zins zu bezahlen oder bekommt gar keinen Kredit, um sein Unternehmen zu finanzieren. So sehe ja, oder dein Konto wird einfach gesperrt, wenn du vielleicht auf YouTube etwas Blödes sagst, was jemand nicht versteht. Genau, das ist letzten Endes ist es nicht nur zu reduzieren auf die Kredite, die man bekommen möchte, sondern auch auf das Guthaben, auf die Werte, die wir bis heute angespart haben. Ne? Also das ist vollkommen klar. Ja. Also tatsächlich sprechen wir hier über eine Horrorvorstellung. Das ist eine Horrorvorstellung. Also das ist die Abschaffung der Freiheit. Die komplette Abschaffung. Wie sagt der Ludger K., Orwell war ein Optimist. Also das ist dann, bekommt dann eine ganz andere Bedeutung, wenn man das mal zu Ende denkt. Das ist die Vollkontrolle. Ja. Und deswegen ist auch extrem wichtig, dass man darüber spricht, dass man das, was jetzt erstmal nur ein Szenario ist, mit gewissen Wahrscheinlichkeiten, dass man das halt abwendet, indem man möglichst viele Menschen darüber informiert. Das ist, glaube ich, die zentrale Botschaft vielleicht unseres Beitrages heute. Benjamin, wir stehen jetzt gerade an einer, ich möchte es Schwelle nennen, ja. Wir sind in einem Übergang, so empfinde ich es. Wir sind irgendwie in einem Nadelöhr, wo wir irgendwie durchgehen müssen. Wir haben die Situation bei den Energiepreisen, wir haben die Inflation. Die ganze Welt ist ja quasi komplett im Chaos. Auch wenn man nach Amerika blickt, wenn man jetzt nach Brasilien blickt mit der letzten Wahl. Überall scheint Chaos zu herrschen. Denkst du, dass es vielleicht von diesem Chaos, das gerade herrscht, auch in eine gute Zeit gehen könnte? Oder hakst du das komplett ab? Nein. Also ich bin ein Optimist. Also ich gehe eher davon aus, dass wir jetzt schwere Zeiten vor uns haben, kurzfristig, dass wir mittel- bis langfristig aber bessere Zeiten erleben, also marktwirtschaftlichere Zeiten auch. Und im Grunde sind wir jetzt in dieser Phase, Max Otte hat das ja sehr schön als Weltsystemcrash beschrieben. Und wenn man sich geldgeschichtlich oder menschheitsgeschichtlich damit beschäftigt, dann war es im Grunde immer so, dass am Ende der Geldverschlechterung, also wenn das Geld komplett im Eimer war und das System komplett überschuldet war, dass es da zu irren Geschehnissen gekommen ist. Und zu Kriegen. Genau, was passierte da? Da passierte Krieg, Währungsreform, gesellschaftliche Umbrüche, politische Irrungen und Wirrungen, Preiskontrollen, ne? Also Preisfestsetzung, Preisobergrenzen. Haben wir jetzt wieder beim Gas, ne? und Strom in Frankreich? All die Dinge kommen schon. Dann gibt es so Sachen, dass der Staat plötzlich weiß, welche Technologie die richtige ist. Das fing schon mit der Kernenergie an etc. Geht jetzt weiter mit dem Verbot des Verbrenners. Also im Grunde auch, dass dann totalitärere Verhältnisse kommen. Und in dieser Phase sind wir jetzt. Und die Menschen werden natürlich gewisse Dinge vielleicht noch mitmachen, aber irgendwann werden sie sich dagegen auflehnen und marktwirtschaftlichere Lösungen fordern und freiheitliche Lösungen fordern. Weil letzten Endes, es gibt zwei Möglichkeiten, Markt oder Befehl, das sagte Roland Bader so schön, der bekannte Ökonom, und das beinhaltet auch Freiwilligkeit oder Zwang. So, und wenn zu viel Zwang da ist, irgendwann lassen die Menschen sich das nicht mehr gefallen. Und an dieser Schwelle stehen wir jetzt und irgendwann werden die Menschen eben anders abbiegen und Marktwirtschaft und Freiwilligkeit fordern. Und nochmal angeknüpft an den digitalen Euro. Wenn wir jetzt mal hinschauen, was in vergangenen Systemen war, die gescheitert sind in der UdSSR. Die Menschen hatten Not. Was haben sie gemacht? Es gab extrem freie Märkte, die Schwarzmärkte. Ja?
Und die Literflasche oder die Halbliterflasche Wodka war zum Beispiel ein Mittel, um zu tauschen, um zu rechnen, aber auch, weil Inflation gab es offiziell nicht. Ja? Also insofern haben die Menschen aber trotzdem gespürt und haben dann halt mit diesen Wodkaflaschen getauscht. Und sowas in der Art erwarte ich auch im Fall des digitalen Euros. Dann wäre die Not bei den Menschen so groß, dass sie dann halt ausweichen und halt wieder tauschen. Ne? Also das wird sich entwickeln und man sagt ja nicht umsonst, die freiesten Märkte sind die Schwarzmärkte. Das passiert auch jetzt schon. Ich habe auf einer Konferenz, bei einer Konferenz in der Schweiz, so richtige Hardcore-Bitcoiner kennengelernt, die nur noch in Bitcoin tauschen, die alles andere ablehnen und sagen, wir möchten diesem System, möchten wir, da möchten wir uns rausziehen. Und die tauschen nur noch in Bitcoin, die machen gar nichts anderes mehr. Also andere Dienstleistungen, wo man dann halt mit Fiat-Geld noch bezahlen muss, das verweigern die. Finde ich sehr interessant und das kann natürlich dann auf die Spitze getrieben werden, wenn es diesen digitalen Euro gibt. Rechnest du damit, dass sich der Krieg noch weiter ausweitet? Man muss ja immer in Szenarien denken und ich sehe aktuell leider keine Tendenzen, dass es diplomatisch irgendwie gelöst wird. Man hat das Sprechen miteinander irgendwie verlernt. Das finde ich sehr, sehr schade. Ich persönlich habe natürlich nicht die Kompetenz jetzt in diesem Bereich, das geopolitisch irgendwie zu beurteilen, aber schon die Tendenz, dass es darum geht, dass die USA natürlich ihre hegemoniale Machtstellung verteidigen möchten und dass es halt auch um andere Dinge noch geht und um die Interessenlage der USA selbstverständlich. Also ich möchte mich jetzt nicht zu sehr auf Ja. dieses geopolitische Terrain bewegen, aber ich habe schon das Szenario, dass die USA da eine größere Rolle spielen, als die meisten Menschen glauben, das sehe ich schon. Ja. Wie gehst du denn mit der Situation ganz persönlich um? Das heißt, viele Menschen haben Angst, viele Menschen haben jetzt Angst vor dem nächsten Strom- und Gasabschlag, sie haben Angst vor der Zukunft. Wie siehst du das? Also, wie gehst du damit um? Du hast gerade gesagt, du siehst das Ganze optimistisch. Ja, ich sehe es optimistisch, wenn man gewisse Fahrtabhängigkeiten abbaut. Ne? Was meine ich mit Fahrtabhängigkeiten? Dass man sich halt in gewisser Weise autark macht, wenn das System kollabiert. Ja? Also wir müssen damit rechnen, Rentensystem und das sind ja im Grunde große Schneeballsysteme. Das kann auf Dauer nicht funktionieren, genauso wie das Vertrauen in das Geld irgendwann auch schwinden wird. Es macht also Sinn, dass man sich da vorbereitet auf diesen. Es muss nicht unbedingt ein Crash sein. Es kann auch ein schleichendes oder dynamisches Sichtum sein. Das heißt also, man sollte in Sachwerte gehen. Man sollte zusehen, dass man, dass man auch mit denen kooperiert. Ihr habt ja auch Videos mit dem Robert Jung Nitschke gemacht, dass man sich einfach auf diese vor Jahren noch undenkbaren Szenarien einfach vorbereitet und auch innerhalb der Familie, innerhalb des Freundeskreises, der Nachbarschaft etc. darüber spricht und sich eben bestmöglich vorbereitet und natürlich jetzt gerade bezogen auf das Geldsystem oder das Geld rausgeht aus den nominalen Werten, also aus den Geldwerten und in Gold, Silber etc., auch Bitcoin, finde ich eine tolle Bewegung, die da auch läuft und da kann man sich unabhängig machen. Das sehe ich schon so. Ich denke, was du gerade angesprochen hast, ist unheimlich wichtig, dass man sich auch vernetzt, ja? Dass man wirklich Gleichgesinnte hat, mit denen man sich treffen kann. Und wenn es tatsächlich zu einer solch einer Krise kommt, dass man dann halt ja, sich gegenseitig unterstützen kann. Ja? Der eine kann eventuell das besser, Elektrik. Jemand kann irgendwas mit Holz bauen und so weiter. Ja, man kann sich da gegenseitig helfen. Das finde ich unheimlich wichtig. Ja, wie lange geht das denn noch? Also es ist ja wirklich jetzt, man wartet ja quasi täglich, dass irgendwie der große Knall kommt. Aber man macht immer wieder morgens auf und man kommt sich vor wie bei täglich grüßt das Murmeltier. Also ich würde da eher bescheiden rangehen an diese Frage und würde, also die EZB hat die Möglichkeit, in ihrem System so viel Geld zu drucken, bis das Vertrauen weg ist. Das kann auch sehr lange weitergehen. Sie kann die Banken in der EZB aufgehen lassen, kann das dann kontrollieren, wie viel Geld in Umlauf kommt. Also dieses System kann deutlich länger dauern, als viele glauben und ich würde mich da zurückhalten mit Einschätzung und würde aber damit rechnen halt, dass das Geld, dass die Kaufkraft immer weiter schwindet und dass man da halt auch in Sachwerte geht, in Werte,
die stabil bleiben, die halt auch knapp sind, nicht wie das Geld, was halt beliebig vermehrt wird. Was ich ja unheimlich interessant finde, ist, dass quasi die Politik, die Regierung machen und sagen kann, was sie will. Also ich erinnere mal an Annalena Baerbock, die halt gesagt hat, dass ihr der deutsche Wähler egal ist. Ich erinnere an Robert Habeck, sein Fauxpas mit ja, den Unternehmen, die einfach mal 2 Wochen zumachen und halt ein bisschen Pause machen und dann wieder anfangen und so weiter. Wie schätzt du das ein, dass da überhaupt früher gab es Rücktritte wegen viel, viel, viel kleineren Dingen und es scheint heutzutage ja niemanden mehr zu interessieren. Wo sind diese Journalisten, die es früher ja mal gab, vor 10, 15, 20 Jahren? Ja, die sind ganz offensichtlich nicht mehr da. Das ist also scheint wohl eher Richtung Gesinnungsjournalismus zu gehen mittlerweile, zum einen. Zum anderen, ich möchte mich auch gar nicht so sehr an diesem Personal dort abarbeiten. Aber wenn man sieht, was für Wirtschaftsminister, oder ich spreche da speziell einen an, ein herausragender Wirtschaftswissenschaftler, Ludwig Erhard, und das Personal heute, also das darf man, da verbietet sich jeder Vergleich, ja. Und wenn man auch überlegt, was für ein ökonomischer Unfug da vonstatten geht, jetzt mit dem wahnsinnigen Fehlanreiz, der gesetzt wird mit dem Bürgergeld. Ja, ich habe den Vergleich gesehen, ein Arbeiter, der 160 Stunden arbeitet, bei einem Stundenlohn von 14,25 €, also deutlich oberhalb der 12 € des Mindestlohns, hat ungefähr das gleiche wie jemand, der Bürgergeld empfängt. Und wo ist dann der Anreiz, überhaupt noch arbeiten zu gehen oder sich aus einer nicht arbeitenden Situation in eine arbeitende Situation zu bewegen? Also das ist, wenn man das mal auf den Punkt bringt, dann ist das das Ende der Arbeitsteilung, was man da riskiert. Beziehungsweise, wenn man jetzt schon davon spricht, man kann es ja überall sehen, das Arbeitskräftemangel, das ist nicht mal ein Fachkräftemangel, das ist ein Arbeitskräftemangel. Und diesen beschleunigt man durch so eine Entscheidung. Also das alleine mit Dummheit zu erklären, ist schon schwierig. Also das ist ein Fehlanreiz, der gesetzt wird, der uns übel auf die Füße fallen kann und der natürlich diesen besagten Crash beschleunigen kann, weil dann einfach keiner mehr einen Sinn daran hat, arbeiten zu gehen. Und es ist auch interessant, wenn eine liberale Partei einen flächendeckenden Mindestlohn von 12 € mitgeht. Ja, die Situation in Mecklenburg-Vorpommern ist eine völlig andere als in Bayern und Baden-Württemberg. Und da sollen überall 12 € Mindestlohn sein. Das ist Irrsinn. Das ist völlig Irrsinn. Das ist jemand, der ein bisschen ökonomischen Sachverstand hat, der weiß, sowas kann nicht funktionieren. Und ich finde es auch immer wieder interessant, dass die Menschen das so akzeptiert haben. Dass es also klar ist, dass da jemand ist, der die Dinge festsetzt. Per Diktat, per Befehl. Wenn man tarnt, da steht dann Verordnung und dann passt es. Ne? Und dann wundert man sich, beispielsweise bei den Tierärzten, da gibt es jetzt diese Verordnung, dass das exorbitant plötzlich jetzt im November teurer wird. Das gilt überall. Ja? Also man hat dort keine Preissignale. Man wundert sich aber, dass im Ländlichen sich keine Ärzte ansiedeln. Vollkommen klar, weil es keine Preissignale gibt. Wäre es so, dass die Preise dann hochgehen im Ländlichen, dann hätten auch städtische Ärzte einen Anreiz, dort eine Praxis aufzumachen und dann würde die Not dort geringer werden, weil man dort mehr verdient. Und dann würden die Preise auch zurückgehen. Aber wenn man den Herrschaften zuhört, was sie über Preissignale sagen, dann weiß man, okay, das wird nichts. Ja, wenn man durch den Supermarkt geht, sieht man ja die tatsächliche Inflation. Ja, es geht ja wirklich um die Waren, die ich täglich brauche. Und da muss ich mir nur den Butterpreis angucken, habe ich gestern gesehen. Der ist jetzt bei 3,49 für 250 Gramm Butter. Also es ist ja Wahnsinn, was da passiert. Jetzt vom Zeitfaktor her. Es kann doch gar nicht mehr so lange dauern, weil die Menschen, die verarmen ja jetzt quasi ganz, ganz schnell. Ja? Und gerade auch bei den Energiekosten. Jemand, der vorher 60, 80 € an Abschlägen hatte, der kann nicht auf einmal 800 € auf den Tisch legen. Ja? Also müsste es doch jetzt relativ schnell dem Ende zugehen, oder nicht? Ja, also die Menschen werden natürlich da immer abhängiger oder verarmen zunehmend. Das muss man ganz klar sagen. Und wenn man vor allen Dingen auch
über das spricht, was da veröffentlicht wird und was die Preissteigerungen betrifft, dann kann das ja nicht passen. Also 10, 11%, was da veröffentlicht wird, ist ein Witz. Und natürlich ist dieser Korb, der da zusammengestellt ist, der wird von Leuten zusammengestellt, die ihre eigene Geldpolitik rechtfertigen möchten. Also im Grunde ist das eine beliebig veränderbare statistische Illusion. Es gibt so ein tolles Rechenbeispiel aus den Vereinigten Staaten. Wenn man die Methode aus den 80ern anwenden würde, dann hätte man 5 Prozentpunkte mehr Kaufkraftentwertung. Und es ist auch wichtig, dass man da unterscheidet zwischen Inflation und dem, was die Kaufkraftminderung angeht. Ja, also die Geldmenge in Deutschland bzw. der EU, der Eurozone, wurde verdreifacht seit 1999, mehr als verdreifacht. Das sollte man veröffentlichen. Das verstehen die Menschen und das ist transparent. Und wir haben seit Jahren schon Kaufkraftminderung im Bereich der Vermögenswerte. Ja, guck dir den Immobilienmarkt an, was da passiert ist und guck dir dann an, wie die Immobilien sich entwickelt haben und die Arbeitseinkommen sich entwickelt haben. Und dann sieht man, dass die Kaufkraft der Arbeitseinkommen sich massiv herabgesetzt hat. Und den gleichen Effekt haben wir jetzt auch. 11% ist das, 10, 11% ist das, was veröffentlicht wird. Ja, was ich mal so da stehen lasse im Raum. Und jetzt sollen die Unternehmen das irgendwie ausgleichen. Die Unternehmen haben aber Beschaffungsprobleme. Sie haben selber gestiegene Kosten. Und das sollen die, also die Unternehmen, die werden das gar nicht leisten können. Die haben Produktivitätseinbußen eher und sollen jetzt höhere Löhne zahlen. Woher denn? Wovon? Das funktioniert gar nicht. Ja, und auch an der Stelle unterscheidet man ja zwischen dem, was die Konsumgüterpreise angeht, wie die steigen, und die Produzentenpreise. Produzentenpreise steigen um 45% mittlerweile. Das muss ja auch weitergereicht werden, sonst geht es halt vom Gewinn runter. Also das ist sehr problematisch und wenn man darüber nachdenkt, dann stehen wir kurz davor, dass es verdammt eng wird, bei vielen Menschen zumindest. Ja. Benjamin, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch und wünsche dir alles Gute. Gerne, vielen Dank.